Dadurch, dass ich mich in letzter Zeit down fühle, wollte ich Ayla mit zu mir nach Köln nehmen. Ayla ist mein Hund, auf die aber meine Eltern eine Weile aufgepasst haben, weil ich nicht mal auf mich selbst geachtet habe. Aber ich dachte mir, es würde mir gut tun, sie wieder bei mir zu haben, weil Verantwortung für einen Hund zu haben, bringt dir Struktur in dein Leben. Es ist einfach so. So, ich meine, wenn du mal keinen Bock hast, rauszugehen, musst du rausgehen, weil da ist ein Lebewesen, was abhängig von dir ist. Auf der Fahrt haben wir noch einen Zwischenstopp bei den Hühnern gemacht und hier gilt wirklich Verwechslungsgefahr. Ayla fällt da gar nicht auf. Wow, nach 5 Stunden Fahrt und einer Essenspause haben wir für Ayla noch eingekauft, weil ich gar nichts für sie habe und ich will, dass es ihr an nichts fehlt. Oh Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe mies Respekt davor, dass sie sich an das neue Umfeld nicht gewöhnt, weil sie jetzt 8 Jahre in derselben Gegend gelebt hat. Aber ich hoffe, dass sie sich hier bei mir schnell einlebt. Ach ja, und während ich aufnehmen wollte, wie Ayla ihr neues Zuhause erkundet, ist mir einfach aufgefallen, dass mein Bild auf die Küchentheke gekracht ist. Naja, was soll's. Bevor es dann ins Bett ging, gab es für Ayla noch Hähnchen und Nudeln und ich bin ehrlich gespannt, wie das mit uns zweien weitergeht.